In diesem Video tanzen wir wieder gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen, um dich in deinem Alltag sinnlicher, schöner und selbstbewusster zu fühlen. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag, 18 Uhr, eine Stunde live via Zoom. Mehr Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Und genau, heute jetzt hier in diesem Video tanzen wir wieder eine Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir wieder gemeinsam. So, das ist die Tanzkombination des heutigen Videos. Sie ist wieder ganz einfach. Sie besteht aus Rumwackeln, Pose, Bumps, drei Schritte nach vorne, Schulterwirbel und Schlusspose. Okay, dann geht es los. Wir stellen uns wieder in eine elegante Pose. Das heißt, unsere Füße sind so diagonal nach außen gedreht, so 45 Grad in die Ecke des Zimmers. Den äußeren Fuß stellst du jetzt auf. Also du richtest dich auf. Dein Dekolleté ist hier offen, das heißt, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Dein Hals ist schön lang und dein Kopf wird wieder an einem Silberfaden nach oben gezogen. Jetzt nimmst du die Hand in die Hüfte. Und jetzt wackeln wir einfach fünfmal mit der Hüfte. Ja? Okay, also 1, 2, 3, 4. Dieses Hüftwackeln bedeutet, wir gehen hier einfach so in die Knie. Ja, also so ein bisschen so in die Knie und dabei so wackeln. Genau. Und eigentlich fängt jede Kombination, die wir hier machen auf meinem Kanal, genauso an. Also einfach so dieses Wackeln. Okay, dann geht es weiter. Wir machen jetzt anschließend eine Pose. Das heißt, wir nehmen unsere Arme nach oben. Erst einen Arm. Schau deinen Arm dabei hinterher. Stell dir vor, du hast den schönsten Arm der Welt. Die Schulter bleibt unten. Der Arm ist schön lang und die Finger gestreckt. Und das Ganze jetzt mit dem anderen Arm. Und tada! Und diese Pose hältst du jetzt ungefähr 2 Sekunden. Du kannst dir wirklich vorstellen, jemand schießt hier ein Foto von dir. Anschließend nimmst du deine Arme wieder nach unten und machst es hier wirklich ganz genüsslich. Genau. Jetzt kommen die Bumps. Die Bumps sind diese schnellen, zackigen Bewegungen von Seite zu Seite. Und für diese Bumps stellst du jetzt deine Füße hüftgelenksbreit auseinander. Also das heißt so ungefähr hier so auf Breite deiner Hüftgelenke sind jetzt deine Füße. Deine Hände zeigen so nach unten. Und jetzt werfen wir unsere Hüfte abwechselnd. Von rechts nach links, also rechts, links, rechts, links und das Ganze jetzt nochmal doppelt, also jeweils zweimal. Also rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Genau, und diese Bumps sind diese schnellen, zackigen
Bewegungen. Ja, also mach das hier wirklich so mit Schwung und ja, wirf hier deine Hüfte von Seite zu Seite und mach das wirklich nur für dich und spür mal so in dich hinein, wie sich das anfühlt, so zu tanzen und ja, mal deine Hüfte zu spüren. Ja, das, im Alltag machen wir ja solche Bewegungen nicht. Ja, und dafür sind hier meine YouTube-Videos da, dass du einfach mit mir tanzen kannst, dich schön fühlen kannst, dich sinnlich und selbstbewusst fühlen kannst. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag via Zoom, 18 Uhr für eine Stunde. Und ja, anmelden kannst du dich hier per E-Mail. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Okay, so, also wir hatten die Bumps. Und als nächstes laufen wir 3 Schritte nach vorn. Ja, du kannst dafür deine Hände auf ein Wolkenkissen ablegen und einfach jetzt 3 Schritte nach vorne laufen. 1, 2, 3. Jetzt stehst du wieder in einer schönen Pose da und machst die Schulterwirbel. Die Schulterwirbel sind hier diese Kreise mit den Schultern nach hinten. Ja, also stell dir hier vor, du hast Wasser in deinen Schultern und wirbelst dieses Wasser jetzt hier so einmal rum. Deine Arme sind dabei lang und deine Hände zeigen nach unten auf den Boden. Also lass sie hier nicht so hängen, das nicht, sondern hier wirklich schöne Arme, schöne Hände und diese Schulterwirbelbewegung. Und du kannst jetzt dabei auch ein bisschen rumlaufen und lächeln, dich ein bisschen zur Seite drehen, nochmal rumlaufen und weiter lächeln. Und dann kommst du wieder zur Mitte und wir beenden das Ganze mit einer Pose. Tada! Genau, jede Tanzkombination beginnt mit einer Pose, also so dieses Gewackle und einer Pose und endet auch mit einer Pose. Und jetzt tanzen wir das Ganze noch einmal gemeinsam mit Musik.